Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und als ich mir so die Gedanken gemacht habe über meine Zukunftsvisionen, was könnte vielleicht in 7 Jahren sein, denke ich natürlich darüber nach, weil ich im Bereich Musik bin, was ich mir wünsche, welche Situation jetzt, den ganzen Flüchtlingen, die da sind, die vielen Kulturen, die da sind, wünsche ich mir natürlich, dass es eine Verbindung gibt zwischen den verschiedenen Kulturen. Ich würde gerne in 7 Jahren sein, dass die Türen offen sind für die Künstler, die Türen offen sind für die Menschen, verschiedenen Kulturen, weil überhaupt die Kultur und die Musik verbindet die Menschen. Was anderes ist, glaube ich, nicht möglich. Die Musik schafft es. Und was mir dazu einfällt, ist eben auch die verschiedenen Religionen. Und ich kenne Herrn Küng, der dieses Weltethos gegründet hat. Und Herr Küng hat gesagt, ohne Frieden in den Religionen finden wir keinen Weltfrieden. Ja, was machen wir? Ich weiß nicht, ob das überhaupt machbar ist. Es gab mal eine Möglichkeit in Sevilla. Die hatten zusammengelebt. Das war möglich. Die verschiedenen Weltreligionen. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, warum das nicht mehr funktionierte oder warum das zu Ende ging, warum der Krieg dann war. Aber das ist so eine Vision. Und das denke ich mir, das geht überhaupt mit Musik. Deswegen arbeite ich dafür. Und ich arbeite in der Branche mit Musik und ich habe viele verschiedene Künstler. Also meine Vision, wenn ich denke, was in 7 Jahren ist, dann möchte ich, dass meine Künstler alle auf der Bühne stehen. Und zwar sind die aus Indien, dann sind sie aus Algerien, dann sind sie aus Marokko, dann sind sie aus Hawaii, dann sind sie aus Amerika, aus Frankreich, Senegal. Und das ist meine Vision, das möchte ich. Die stehen alle auf der Bühne zusammen und die singen zusammen, komponieren zusammen. Und laden dann auch Künstler ein aus Österreich. Und das verbindet uns. Das ist meine Vision und das wünsche ich mir. Daran arbeite ich auch. Also daran arbeite ich auch, dass wir das hinbekommen, dass wir ein Festival machen in Salzburg, um dies möglich zu machen. Und dann ich frage, warum Salzburg? Naja, ich lebe hier. Aber Salzburg hat ja eben auch so eine Geschichte. Es gibt viele Kirchen hier und die sind so dominant. Die Kirche ist sowas von dominant hier. Institution Kirche, die ist sehr reich, man glaubt es nicht. Und Kirche könnte ja auch was bewegen. Also es ist einfach so ein fundamentales, monumentales Besitztum hier von der Kirche. Und vielleicht ist es auch so eine Möglichkeit, über die Kirche, der Kirche zu reflektieren, nachzudenken, weil sie ja auch sagt, wir sind weltoffen und jeder ist gleich. Und die Kirche sagt ja auch, jeder muss gleich behandelt werden. Vielleicht ist es dann die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir verbinden uns, wir machen die Möglichkeit, wir kommen alle zusammen auf die Bühne und mit Musik ist das möglich. Da gibt es keine Grenzen. Auch Baumbaum hat das gemacht. Baumbaum hat zum ersten Mal in seinem Leben Musiker aus Jerusalem und Palästina zusammengebracht, die nie zusammen gesprochen haben. Er hat es möglich gemacht. Er hat die beiden mit beiden rivalisierenden Gruppen zusammengebracht und hat das West-Eastern Demon Orchester auf die Beine gestellt und war viel Probleme, viel Ärger, hat viel ertragen müssen, also Beleidigungen ertragen müssen, auch von seiner Seite von Israel. Aber er hat es geschafft. Er hat das West-Eastern Divan Orchester jetzt zu Weltberühmtheit gemacht und hat eine Vision gehabt. Die Vision, diese Staaten zu verbinden mit Musik. Und er hat es geschafft. Und das ist auch meine Vision. Meine Vision in 7 Jahren, dass die Kulturen sich verbinden durch Musik. Vielleicht schaffen wir dann auch einen besseren Nährboden hier in Salzburg, wenn die verschiedenen Asylanten da sind, die Flüchtlinge da sind, dass wir da mehr eine Offenheit haben. Weil wir müssen ja auch denken, wenn wir in der Situation wären, wir wären ja auch froh, dass wir wo aufgenommen werden, dass offene Türen da sind. Und nicht nur egoistisch denken und sagen, uns geht's gut, das andere interessiert mich. Nein, das geht nicht mehr. Wir sind global jetzt. Wir sind jetzt alle gefordert, darüber nachzudenken und was zu tun. Ist nicht mehr möglich. Und das wünsche ich mir auch, dass eine Weltoffenheit da ist. Eine Gleichbehandlung, eine Gerechtigkeit und viel Respekt. Weil wir sind alle Menschen. Verschiedene Kulturen. Ja, verschiedene Religionen, aber es sind Menschen. Und jeder möchte gleich behandelt werden, mit Respekt behandelt werden. Das wünsche ich mir auch. Das ist meine Vision.
was haben wir in 144 Jahren? Ich hoffe nicht, dass wir rückwärts gehen, sondern dass wir vorwärts gehen. Vorwärts gehen in unserer Offenheit, in unserem Denken, in unserem globalen Denken. Als Vision, dass die Grenzen offen sind. Ich habe viele Künstler, auch aus Afrika. Man kann sich das nicht vorstellen, wie hier Probleme gemacht werden, dass die Künstler hier sein dürfen, dass die Künstler hier einfach mal auch das erleben können, wie ist Europa? Wie lebt man hier in Europa? Wie ist das? Es ist so ein Problem und da frage ich mich auch, warum denn? Warum macht man überhaupt Grenzen? Zu was denn? Wenn wir alle Menschen sind, wir können nur von jedem profitieren. Ob das möglich ist in 150 Jahren, dass die Grenzen offen sind, ich weiß es nicht. Ich hätte es gerne. Ich hätte es gerne eine offene Bühne und mehr Frieden. Mehr Frieden und Zufriedenheit. Wir in Europa, wir haben alles und wir teilen das. In Afrika, ich kenne Afrika gut, weil ich schon oft dort war. Dass man in Afrika eben auch die Völker fördert, dass sie dort bleiben können, in ihrem Land, in ihrer Kultur. Eben aber auch, dass man das, was die an, also heute zum Beispiel habe ich gehört, Norwegen ist jetzt an erster Stelle und war sehr reich mit dem Öl und hat es gelernt, ja, Öl zu fördern. Norwegen ist super reich, Nigeria hat mehr Öl, aber Nigeria ist arm. Ja, warum denn das? Nigeria hat Öl und es gibt viele Länder in Afrika, die so viel Bodenschätze haben, aber was macht die Welt, was macht Amerika, was machen die? Die halten das zurück, die fördern das nicht, die möchten die nicht wachsen lassen. Und warum? Natürlich, weil sie nicht profitieren. Jeder möchte profitieren, der Egoismus ist unglaublich stark. Kein Egoismus mehr, weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist in 150 Jahren. Indien genauso. Auch mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichberechtigung, auch für Frauen. Dass die Frauen einfach auch gleichberechtigt sind. Wir haben so viel Power. Ohne Männer würde es uns auch nicht gut gehen und den Männern würde es ohne Frauen auch nicht gut gehen. Wir brauchen uns einfach. Und es ist ja schön, wenn Männer und Frauen sich lieben. Und ich finde es wunderbar, Liebe, die wahre Liebe zu haben. Und es beflügelt einen hier. Nur in 50 Jahren sollte es einfach mehr Gleichberechtigung geben. Gleichberechtigung für Mann und Frau. Reichtum braucht man nicht. Zumal als Reichtum belastet. Aber eben auch eine Zufriedenheit und das Glück. Und das Glück hat jeder in sich. Und ich hoffe, er findet es auch. Das hoffe ich. Das wünsche ich mir.